Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Payback. Wir sind hier mit unserem Runner unterwegs. Wir brauchen für unsere letzte Mission 2,85, haben aber nur 2,76. Deswegen gehen wir in den Tuning Shop. Ich habe jetzt einige alte Speedkarten verkauft, die ich nicht mehr brauche. Somit können wir hier schauen und hoffen, dass wir ordentlich was draufballern können. Und auch die Mission schaffen. Doch, das ist doch schon mal was. Dreht hier drüber. Nitro geht runter. Ist aber in dem Fall wurscht. So, was haben wir denn noch, was niedrig ist? Turbo, Stufe 9. Sehen. 86. Ah, falsch aufgewischt. Mir auch was kaufen. Nicht wirklich was Sinnvolles. Das ist das Problem, wenn wir hier jetzt einen neuen Kopf nehmen und haben nur mal das Sternbuch. Dann geht es weiter hier. Machen wir mal so. Das habe ich mir jetzt gedacht. Da geht es ordentlich flöten. Sind aber auf 291. Dann machen wir mal in die Garage. Jetzt machen wir das anders. Das ist mal ganz gut. So, lassen wir das auch. Gut, wir müssen hier runter und fahren dazu Jortin. Dann schauen wir mal, ob wir die Runner League hier in diesem Video beenden können. Ich hoffe es doch sehr, sehr. Oh, ich glaube, das wird jetzt sehr interessant. Nehmen wir dafür meine. Wenn mir die Bullen hinterherheizen und kein Kontakt. Ja, wer bist denn du? Guten Tag, Mr. Kobashi. Aha. Sie sind nicht Holzmann. Wo ist er? Ein Notfall in der Familie. Ich bin sein Backup. Na schön. Fahren Sie mich zu dieser Adresse. Und bitte schnell. Wie schnell, aber genau? Immer doch. Wir werden sehen. Scheiße. Mein Fehler. Ach, wir müssen gleich abbiegen. Ihr erster Besuch in Amerika, Mr. Kobashi? Habe ich Ihnen den Eindruck vermittelt, dass ich mich unterhalten möchte? Ich mache nur Smalltalk, Sir. Genau deshalb brauchen wir selbstfahrende Autos. Ist das schnell genug für Sie, Mr. Kobashi? Es ist ein Anfang. Froh zur Mädle. Ich bin unterwegs. Sollen wir den Wagen freigeben? Noch nicht. Er ist im Moment meine Lebensversicherung. Geben Sie Bescheid. Ich melde mich, wenn ich im Safehouse bin. Nicht schlecht, Miss. Weiter so. Oh, das war jetzt nicht so im Plan. Aber ging Sie noch mal gut. Schweigen hier.
Wie erfreulich. Stets zu Diensten. Sie gehören nicht dem Haus an. Das Haus bevorzugt stumpfe, gehorsame Helfer. Für wen arbeiten Sie? Einen Feind des Kollektors vielleicht? Ich arbeite für niemanden. Das glaube ich nicht. Müll ausgeben. Wow. Wir sind fast da. Sehr gut. Danke. Drauf auf die Tube, Madame. Yippie! Und mitten rein. Wir sind da. Und das mehr als pünktlich. Oh. Gut. Ja, ich bin da. Sagen Sie dem Haus, es kann das Paket ins Lager bringen. Machst du schon echt? Okay. Mach ich. Grüßen Sie Ihren wahren Auftraggeber von mir. Ich werde Sie bald treffen. Oh. Sehen wir uns doch mal dieses Lager an. Ich habe den VIP abgesetzt. Ich soll dich von ihm grüßen. Was soll das heißen? Er weiß, dass ich gegen das Haus arbeite. Ich werde wohl auffliegen. Verdammt. Dann war das dein letzter Job für das Haus. Was hast du erfahren? Über den zweiten Wagen? Sie bringen ihn in ein Lager. Das interessiert mich nicht. Mich aber. Ich fahre gerade dorthin. Tu das nicht. Ja, aber gerade sagen. Steht meine Tarnung. Ob das so klug ich ist. Ich werde rausfinden, wohin dieser Wagen gebracht wird. Lass es sein, Miller. Das ist ein Befehl. Tja, ich stehe nicht so auf Befehle. Ja, jetzt wird dann gleich die Bude wieder einbrechen. Sollte doch machbar sein, oder? 10 Meter. Wer bist du? Kobashi hat die Erlaubnis gegeben, den Wagen ins Lager zu bringen. Was? Der Kollektor will ihn am Fortune Valley Day im Rift VIP Terminal ausstellen. Aber ganz sicher? Probleme? Also, wie war das mit dem Lager? Verdammt! Toll. Jetzt haben wir alle am Arsch, oder? Die Arschlöcher haben die Cops auf mich gehetzt. Eieieiei, jetzt gib mal Gas, verdammt. An alle Einheiten. Adam 13. Eine Code-3-Verfolgung durch. Er bitte melden. Aua. Leute, das ist keine Polizei, das sind wortwörtlich Bullen. Das ist ein M6, X6M, so rum. Ist schon klar. Fuck! Was ist los, Miller? Kobashi hat mich auffliegen lassen. Jetzt habe ich die Cops am Hals. Ich sagte dir, du sollst es lassen. Die gute Nachricht ist, ich weiß, wo Kobashis Auto sein wird. Das Auto ist unsicher. Dann stürzt dich nicht, wenn meine Crew es klaut? Nicht im geringsten. Was ist denn hier los? Jetzt macht's doch mal halblang, Leute. Oh, du magst es hart, ha? Huh? Habt ihr 4 Personen gerade eine mitgegeben, Zentrale? Ich habe ein zweites Auto gefunden. Wie es jetzt zugeht. Zu geil. Wirklich? Rufteil.
bist du jetzt? Das Haus hat ein paar Cops auf mich angesetzt. Lass mich raten. Navarro hat erkannt, dass du wie eine Verrückte fährst. Sowas in der Art. Fuck. Ja, ja, ja. Danke. Du warst gar nicht so schlecht. Hallo? Hallo? Bleib mal einfach mal auf der Seite liegen. Warum auch nicht? Ist doch schön. Ah ja, ja, das gesammelt. Kämmer. Aber nicht. Diese Arschlöcher haben die Cops auf mich gehetzt. Hier links in 1.30. Ich verfolge momentan einen Porsche Panamera Turbo in nördlicher Richtung durch Boomville. An alle Einheiten. Linken 1.30 verfolgt ein Porsche Panamera Turbo. Zielperson fährt in nördlicher Richtung durch Boomville. Wir haben die Zielperson gerannt. Wir haben das Zielfahrzeug. Gar nicht ganz so gut. Aber alles gut. Ich geh mit dir ab. An alle Einheiten. Wir haben vor dem Zielfahrzeug Ladewände aufgelegt. Verstanden, Zentrale. Wo? In südlicher Richtung auf der Karte. Wow, wow, passt doch. Oh, mach gerade das Nagelbänder. Hallo, hallo. Das wird nie langweilig. Uiuiui. Was ist los, Männer? Kobashi hat mich auffliegen lassen. Jetzt habe ich die Cops am Hals. Ich sagte dir, du solltest es lassen. Die gute Nachricht ist, ich weiß, wo Kobashis Auto sein wird. Das Auto ist unten. Dann stört es dich nicht, wenn meine Crews klaut? Nicht im Geringsten. Oh, mal schauen, ob es besser läuft. Ich habe ein zweites Auto gefunden. Fuck! Ruf Ty und Mac an. Wir müssen uns treffen. Wo bist du jetzt? Das Haus hat ein paar Cops auf mich angesetzt. Lass mich ran. Navarro hat erkannt, dass du wie eine Verrückte fährst. Sowas in der Art. Komm her. Tschüss. Haben wir alle ausgeschalten? Okay, so viel dazu. Ah, jetzt wollte ich in das Auto reindringen. In östliche Richtung auf der I-18. Ciao, I. Viel Spaß noch. Person versucht uns auszuschalten. Wow. Wie gefällt euch das? Zielfahrzeug gemeldet. Erde 135, wir melden uns ab. Unser Wagen hat Totalschaden. Verstanden. Wir versuchen, die Person anzudrängen. Oh Scheiße, der hat das EMP dabei. Ola! Ich hab auf die Karte geschaut. Uiuiui. Ui, ui. Wie lautet Ihre aktuelle Position? In südlicher Richtung durch Silver Canyon. Verfolgung läuft in südlicher Richtung durch Silver Canyon. Genau das wollte ich jetzt damit machen. Na, schön. Kannst du bitte nach vorne schauen? Danke. Nee, er hat den nicht drauf! Mann, war das einfach. Was? Das zahle ich dir heim! Ist schon klar, dass dir noch X-Bullen am Arsch kleben. Alles klar, verstanden. Spoilern. Und dein Wagen ziemlich im Eimer ist. Aber mach nur dein Maul da auf, ist gut. Ja.
war nur in der Kopf. Was? Das ist aber nicht die feine Art. Okay, versuchen die Verfolgung später wieder aufzunehmen. Da haben wir uns das gut durchgeschlängelt. Au! Das Zielfahrzeug ist kurz abgehoben und ist ziemlich hart gelandet. Schön, dass du das analysiert hast. Guter Kopf. Ist so voll. Gerade noch mal gut. Zentrale an NM16, wo sind Sie gerade? In östlicher Richtung durch Silver Canyon. In Ordnung. Hier, Adam. Endlich, das wurde ja auch langsam Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen. Gut, gibt's noch ein bisschen extra Kohle. Sehr schön. Jetzt sehen wir mal die Mitte. 12er Steuergerät. Jawoll, haben wir die zweite Runner-Liga gekillt. Was gibt es denn Schönes? M4 GTS. M5, oder? Ja. Boah, das ist doch ein Hecktriebler, oder? Ich bin die Cops los. Alles okay. Das Haus hat sich enttarnt und wir haben keine Ahnung, für wen Kobashi wirklich arbeitet. Für mich klingt das nicht nach okay. Und was hast du jetzt vor? Ich tauche erstmal ab. Sobald ich weiß, wie es weitergeht, wird es von mir. Alles klar. Wir werden uns wohl ein Driftauto kaufen dürfen müssen sollen. Okay. Und dann gehen wir zu dieser Tanke, sonst fahren wir uns jetzt noch einen Wolf. Was nehmen wir für ein Fahrzeug? Mir würde jetzt der Ding gefallen. Warte, der Mercedes. Weil ich das in Erinnerung habe, ist das doch ein Hecktriebler. Machen wir die Mission. Machen wir schnell die Mission. Mach mal. Ziele 5 bei der bitte. Ja. Nein, es ist 4:1. Mir ist es zu blöd. Okay, los geht's. Fuck. Schon mal ein Fehler. Überleg grad, fahr mir so den Kreis, nehme erst den mit. Bin da. Einen hätten wir. Oh, schaffen wir die 1,5 Minuten. Nächsten Halt. Na, man soll auf die Karte schauen, hä?
Hier, das ist der Ort. Und weiter. In einer Minute sollte das... Achso, wir haben nur noch... verstanden, ich zähle zurück jetzt. Go, go, go! So, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen da hoch. Dann fahren wir da rein. Ja. Letzter Halt. Ja, ganz genau. Nehmen wir die mit 13er Getriebe. Mehr her damit. Gut, jetzt hat wirklich zum Tuner. Beziehungsweise Autohändler. Ist ja gleich hier, oder? Ja, das Stück kannst du machen. Jetzt genügend Kohle haben. Bin ich jetzt mal gespannt. Da hat der schon down als Drifter. 241. Und wir mit einer Corvette driften. Wäre eigentlich auch ziemlich geil. Ist aber sehr schwer, gell? Was haben wir denn noch im Angebot? 247. BMW wäre eigentlich perfekt zum Driften, aber irgendwie ich jetzt gar nicht so den Reiz da dran. Mercedes Chevrolet Corvette. M4 GTS. Das ist was günstiger. 116. 105. Ich will einen Chevy haben. Jau. Leck mich am Arsch. Saudale, jetzt obligatorisch. Wir gehen zum Tuning. Wenn die andere Garage annehmen kann. Ist doch wurscht. Schauen wir mal, was aus dem hübschen Kübel da macht.
So, was haben wir denn da im Angebot? Verschiedene Farben, alles klar. Gut, schlimm. Dann nehmen wir diesen da. Schwiller. Stellen wir ihn aus, stellen wir nicht aus. Wir betreiben jetzt einfach mal. Ja, leck mich am Arsch. Wir sind zu geil, die will ich haben. Mit den Standardspielen, das Soundsystem machen wir nicht. Lichter haben wir, Heckkotflügel haben wir noch nicht. Farbe müssten wir eigentlich gar nicht mal ganz so viel machen. Ne? Schaut eigentlich schon relativ heiß aus. Schauen wir mal, was es denn im Angebot gibt. Ja, da gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Oh. Oh, und jetzt ist so eine richtige Pornoschlitten draus. Nein, 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 nein. Eigen. Optisch. Vorderräder. Felgen. Mir gefallen die eigentlich schon relativ gut. Ein bisschen in diesen Chrom-Look irgendwie. Ja, rot auf rot ist ein bisschen arg kritisch. Schaut es denn aus? Das ist nicht so wirklich, gell? Eigentlich fast. Was ist, wenn mir schwarz? Lass mal erstmal so. Leuchten vorne, schauen wir noch einmal. Voll die Pornofarbe. Hihi. Schaut das hinten genauso aus? Hier hat hinten die Primärfarbe nicht angenommen, ne? Gut, 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 gut.
machen wir das auch noch schnell. Ja, rücken. Für mir. Schaut mir eine Brille aus. Nee. Ein Bein frei, würde ich behaupten. Ja, damit belassen wir es auch für dieses Video. Im nächsten Video werden wir den schön tunen. Was natürlich hier noch fehlt, ist unser altbekanntes ein. So, wie immer. Es. Warum? Ich will keine Null. Nochmal. Hier. Hallo. Wenn wir die falsche Taste drücken. Komm nicht! Ja. Null. Ist das zu kurz? Warum macht der da? Schon der letzte aus. Nicht da jetzt. Was steht da so? Payback. Jetzt wieder Payback eingib. Aha. Haben sie das jetzt beschnitten? Nee. Okay. Dann lassen wir das halt auf Payback stehen. Wenn die das wollen. Alles klar. Wir machen jetzt Schluss. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Wir haben die Runner League, haben wir optimal gekillt. Gehen jetzt ab in die Drift League. Ich hoffe natürlich, dass wir das richtige Auto haben. Das werden wir aber im nächsten Video sehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen, könnt mir einen Kommentar da lassen, könnt mich gerne abonnieren. Facebook, auf Twitter, könnt ihr gerne mit dabei sein, wenn ihr Lust habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir werden uns wieder im nächsten Video sehen. Ich wünsche euch was. Servus.